Herzlich willkommen in Halle an der Saale. Wir sind mitten in der Stadt auf dem Hallmarkt. Hören Sie mal. Da, 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 da. Georg Friedrich Händel, ein weltberühmter Sohn dieser Stadt. Und vermutlich ist er hier viele Male entlang gegangen, auf dem Weg zum Orgelüben in die Marktkirche. Und wenn Sie gerade hier lang schlendern, dann sind Sie mitten in der Ausstellung zum Tag der Deutschen Einheit, der Einheitsexpo. Und nicht nur dort, auch nebenan auf dem Hauptmarkt und auf vielen anderen Plätzen in Halle feiert Deutschland mit dieser Großraumausstellung. Wie stark, modern und innovativ Sachsen-Anhalt ist, das zeigen wir Ihnen jetzt. Es ist unser Dankeschön an das Gastgeberland dafür, dass wir in diesem Jahr hier feiern dürfen. Wir haben Halle verlassen und sind jetzt im geografischen und politischen Zentrum Sachsen-Anhalts. Herzlich willkommen in Magdeburg. Hier bewies Otto von Guericke das Nichts, genauer gesagt das Vakuum. Er entdeckte die Kraft des Luftdrucks. Heute trägt die Magdeburger Uni von Guericke's Namen, ein würdiger Pate für diesen Ort der Spitzenforschung, zum Beispiel zur künstlichen Intelligenz. Die Studierenden beim Institut für mobile Systeme um Professor Schmidt leisten da Pionierarbeit. Das Ziel ist es, hier neue intelligente Mobilitätslösungen zu entwickeln. Und das geht nicht ohne autonomes Fahren. Nicht auf einem Fahrrad, sondern auf einem Stuhl sitze ich gerade und ich möchte fast mit Ihnen wetten, dass Sie auch schon mal auf einem ganz ähnlichen Platz genommen haben. Sieht immer noch super modern aus, ist aber der Vassili-Sessel. Vor fast 100 Jahren entworfen und zwar genau hier in Dessau. Das Bauhaus, eine Legende in Sachen Design. Schlichte und dennoch wunderschöne Architektur, auf allen Kontinenten zu finden. Noch heute steht das Bauhaus für ein Design, das junge Talente aus der ganzen Welt hierher lockt. Diese Fußgängerhängebrücke hier über dem Rapp-Bode-Tal ist eine der längsten überhaupt und damit eine ganz besondere Attraktion für wagemutige Gäste aus der ganzen Welt. Was sie eint, ist die Lust am Nervenkitzel, denn hier geht's wirklich steil runter. Da hinten, da war früher die Grenze zwischen Ost und West. Und jetzt ist diese Brücke hier im Oberharz ein besonderes Symbol für den Wandel der ganzen Region. Halle mit seiner uralten Burg Giebichenstein. Vor 1000 Jahren gebaut zum Schutz der Salzquellen und der Saaleschifffahrt. Heute zieht es Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt hierher an die Burg. Sie ist eine der angesagtesten Hochschulen für Kunst und Design weltweit. Handwerk trifft auf Kommunikation. Hier werden auch Produkte entwickelt, die Menschen zusammenbringen. So wie die Intercultural Kitchen. Die Hochstraße war eine zukunftsweisende Idee der DDR. Vielleicht nicht schön, aber echt praktisch. Und gleich darunter eine Stadt in der Stadt, die seit bald 400 Jahren für zeitgemäße Bildung steht, die Frankischen Stiftungen. Ein weltweit einzigartiger Bildungskosmos und auch heute noch ein Ort der Vielfalt und der Begegnung. Im Krokusseum zum Beispiel wird Kindern und Jugendlichen ein wirklich breites Kreativangebot gemacht. Vor über 300 Jahren haben Waisenkinder hier erstmals die Chance auf Bildung erhalten. Dieser Geist, junge Köpfe mit Wissen zu füttern und ihren Spaß am Entdecken zu fördern, der lebt weiter. Ein anderes Angebot ist der Pflanzgarten. Hier lernen Großstadtkinder, wie man Gemüse anbaut und dass Kohl eben nicht im Supermarkt wächst. Wie Landwirtschaft funktioniert, das muss man den Menschen hier in Liederstedt nun wirklich nicht erklären. Ein typisches Dorf in Sachsen-Anhalt voller moderner Ideen. Ökologische, nachhaltige Tierhaltung ist das Credo auf dem Hof von Familie Rolfing. Alles unter freiem Himmel, das Futter wird natürlich auch selbst angebaut. Man sieht, Zukunft wird gerade auf dem Land gemacht. Hier im Windpark auf dem Drieberg wird nicht viel Wind gemacht. Hier wird ganz viel Strom aus Wind gemacht. Dieses Windrad hinter mir drehte seine erste Runde vor 15 Jahren. Damals die leistungsstärkste Windkraftanlage der Welt. Und auch heute noch spielt der Drieberg in Sachen regenerative Energien Champions League.
Schon kurz nach der Einheit setzte das nahegelegene Dadesheim auf Windkraft. Und heute produziert dieses Städtchen 40 Mal mehr Strom, als es selbst verbraucht. Ökostrom, der durch ganz Deutschland fließt. Vielleicht auch bei Ihnen. Voller Energie sind auch die Kinder in der Kita des Jahres 2021. Sie liegt mitten im ländlichen Raum und in einem Weltkulturerbe im Dessau-Wörlitzer Park. Was macht die Villa Sonnenschein so besonders? Fragen wir nach bei Frau Mücke. Das geschichtliche Lernen. Wir haben den Wörlitzer Park, das UNESCO-Kulturerbe hier vor der Tür. Die nutzen wir jeden Tag. Wir gehen immer draußen in der Natur, forschen, entdecken. Und das ist eigentlich das Wichtigste von unserer Konzeption. Ideen entstehen an vielen Orten. Einer davon ist der Weinberg Campus, das Silicon Valley von Sachsen-Anhalt. Hier wird erforscht, wie frisches Obst länger haltbar gemacht werden kann. Nebenan wird an Siliziumbatterien getüftelt, die viel länger halten als die, die wir heute kennen. Ein Antibiotikum wird entwickelt, das jedem dritten Menschen auf der Welt helfen wird. Es wirkt gegen Parodontitis. All das und vieles mehr entsteht hier. Es gibt in Sachsen-Anhalt richtig viel zu entdecken, wer wir heute sind, was uns beschäftigt. Wir sind uns einig, Deutschland ist lebenswert, dank seiner enormen Vielfalt. Und davon können Sie sich auch hier überzeugen. Wir stellen spannende Demokratieprojekte vor, die Arbeit der Bundesministerien. Und wir geben Antworten auf die Frage, was eint uns heute?